Konfuzei, ja schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge Twitch Clips Germany. Und zwar natürlich, klar, der aktuellen von dieser Woche. Das ist die Folge 187 und die hat einen ganz gruseligen Namen, nämlich Freitag der 13. Ja, den hatten wir letzte Woche. Vorletzte Woche. Jetzt die Woche hatten wir den nicht. Die Woche davor. Also ja, ihr wisst schon. Genau. Und wir schauen uns mal zusammen an, was es damit auf sich hat. Ich wechsle mal. So, genau. Da sehen wir es schon. Und dann schauen wir mal. Das Anfängerbild so, ja, ich weiß nicht. Also, wir kennen ihn ja. Normalerweise macht er Dinge kaputt. Vorzugsweise seine eigenen im Studio. Schauen wir mal rein. Hallo, mein Name ist Sig49. Ich lasse mir gerade das Twitch-Logo tätowieren. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Ich hätte jetzt gerne Tätowierer gesehen. Hallo. Das war jetzt aber nicht ganz so nett und nicht ganz so schön, aber okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja Twitch. Ganz ehrlich, gebe ich zu. Ich streame ja auch hier auf Twitch. Aber mir das Logo irgendwo hinstechen zu lassen und vor allen Dingen nicht mal auf den Allerwertesten, auch wenn man das den ganzen Tag nicht sehen würde. Nee, das würde ich nicht. Also, ich habe schon mal drüber nachgedacht, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Was in den Nacken? Da hatte ich eine Idee, das hat sich dann aber wieder zerschlagen. Dann habe ich mir überlegt, die Namen meiner Kinder auf meinen Arm tätowieren zu lassen. Wo ich bei jetzt sagen muss, da bin ich auch froh, dass ich davon abgegangen bin. Zwar liebe ich meine Kinder beide, aber ich muss dazu auch sagen, das stößt nur einseitig, von der einen Seite ein bisschen auf Gegenliebe. Die andere interessiert sich gar nicht mehr und das finde ich sehr, sehr traurig. Weiter. Ich bin einfach ein gut gedacht. Well, right. Mensch, es tut mir echt leid. Alter, ich raste aus, diese Race fuckt mich so ab. Was zum Geier hat sie jetzt daran geärgert, weil sie jetzt die Waffe gewechselt hat? Das passiert doch immer wieder in Valorant. Das ist doch eigentlich da normal. Also man drückt den falschen Knopf und schon hat man das Problem, dass man dann die Waffe halt nicht mehr so hat, wie man sie haben will. Jetzt bin ich gerade mal überlegt, ob ich... Ah, okay. Falsches Format aufgehabt. Passiert. irgendwie war das jetzt ganz komisch. Also, ja, das ist eigentlich normal, aber gut. Nicht jeder kommt damit. Das ist da oben, das sieht mir alles so ein bisschen sass aus. Ich habe Angst, dass da irgendwas passiert. Sag ich gleich was. Ja, also er ist gestorben, das hat ihn aber ganz ruhig bleiben lassen. Also keinen großen Erschrecken oder so. Okay, passiert, ja, ist gut. Aber zu Elden Ring, da muss ich euch was sagen. Ich habe vorhin, so als ich noch ein bisschen was für mich gemacht habe am Rechner, habe ich gesehen gehabt, Game 2 hat ein Ranking rausgebracht, die besten 25 Spiele des letzten Jahres und da waren einige Spiele dabei, habe ich mir gedacht, wie zum Geier kommen die da rein. Andere Spiele habe ich gedacht, warum sind die so weit hinten, die sollten noch viel weiter vorne sein. Bei den Top 10, da muss ich sagen, da war ich zweimal überrascht. Aber die Top 3, da gebe ich zu, das war richtig. Und stellt euch vor, was war Top 1? Was war der größte Hit des letzten Jahres? Man kann sich zwar schon denken, Elden Ring. Ich muss aber dazu sagen, ich habe keines der drei Spiele, die auf Platz 1, 2 und 3 sind, gespielt. Platz 3 war Stray. Das steht immer noch auf meiner Liste. Ich habe es immer noch nicht. Mein Mann hat es schon mehr als einmal durchgespielt, sogar auf dem Stream. Platz 2 war God of War Ragnarök. Auch ein Spiel, was auf meiner Liste steht, aber das ist eher ein Spiel, was ich auf der Konsole spielen würde. Da ich momentan aktuell nur eine Konsole habe, auf der das allerdings nicht läuft, ist das auch nicht in würde das auch nach hinten geschoben werden. Also wird auch nach hinten geschoben. Und das letzte war natürlich Elden Ring. Ist ein Spiel, was mich durchaus reizt, ein bisschen, aber ich weiß, man muss viel Zeit reinstecken und die habe ich momentan einfach nicht. Genau. Also machen wir weiter. Nicht. Au. Ah, das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Das passiert mir auch immer. Zwar nicht so von unten hoch, weil ich selten mich unter unsere Hängeschränke stelle, aber das hoch, das zur Seite, bumm, und voll mit dem Kopf vor die Tür, das kenne ich sehr gut, weil ich habe genau die richtige Höhe und
da, wo die Arbeitsfläche benutzbar ist bei uns, da hängen die Hängeschenke drüber. Entweder über der Spüle oder über der Arbeitsfläche. Und das ist natürlich, ja, genau, das passiert. Früher als Kind, gut, da war ich immer knapp unten drunter. Aber ich habe mir auch schon den Kopf so gestoßen und das tut richtig weh. Entkoppel! Joa! Also zu dem Spiel kann ich auch was sagen. Ich kann dazu sagen, dass ich es habe. Und zwar aus dem Grund, das war in der in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, wo der Epic Store immer mehrere Spiele rausgehauen hat. Da war das mit dabei, beziehungsweise ich glaube, das war sogar Anfang diesen Jahres, wo sie das drin hatten. Und genau. So, und was hat unser Hacker da geschrieben, wenn ich auf der Theke war? Ja, das ist klar, das passiert immer wieder. Aber ich dürfte selten auf der Theke sitzen. Das lag aber auch daran, dass die Küche meiner Großeltern, wo ich am häufigsten war, nämlich bei meinen beim mütterlichen Großeltern, die hatten so eine Küche, da war die Arbeitsfläche fast komplett zugebaut mit irgendwelchen Sachen und sie hatten einen Extraschrank, an dem die Arbeiten gemacht wurden. Oder halt am Tisch, wir hatten eine Sitzecke in der Küche, da haben die das dann gemacht, also meine Oma mal vorzugsweise. Und bei meiner anderen Oma, da war es so, dass da die Küche ein bisschen abgesetzt war. Also da waren die Kinder, hatten da eigentlich selten was drin zu suchen. Die wurden immer gleich rausgeschickt. Ja, diese Metallschienen als Griffe kenne ich. Ja, die unten, wo du unten so reingegriffen hast, du siehst die Tür auf, die über die gesamte Breite von der Tür gehen. Ich finde das so, wie wir das haben, mit diesem Druckmechanismus ganz gut. Außer, wenn man es wie ich macht, mit der Stirn an der einen Schranktür und die geht andauernd auf und zu, auf und zu, auf und zu. Das ist ein bisschen beknackt. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Freddy ist getan. Lass es fallen, dann. Das kenne ich auch. Das kenne ich sogar hier bei uns. Wir haben im Flur eine ganz gemeine Lampe hängen. Die hat so einen richtig großen, ausladenden Lampenschirm. Die sieht richtig toll aus, bis auf die eine Seite. Da ist was dran geklebt worden. Wer auf den Gedanken kam, da ein Schild hinzukleben, mit einem Kleber, den man nie wieder abkriegt. Ja gut, okay, ich weiß, wo sie herkommt. Und die hängt so tief, dass jedes Mal, wenn ich da drunter langlaufe, bam, voll mit dem Kopf dagegen, wenn ich nicht drauf aufpasse. Ich habe es schon versucht, höher zu hängen, also ich habe sie schon höher gehängt, aber wenn ich sie noch höher hänge, dann habe ich ein Problem mit dem Kabel. Vielleicht sollte ich das Kabel mal kürzen. Wäre eine Idee. Könnte ich versuchen. Nicht sehr genau. Dark Souls Remastered. Und tschüss. Also, das ist ja bei Dark Souls grundsätzlich, das ist etwas, was ihr euch mal merken könnt. Wenn ihr Dark Souls Spiele spielt, jetzt nicht nur die reinen Dark Souls, die so heißen, sondern so heißt ja ein ganzes Genre mittlerweile. Wenn ihr mit Waffen nach vorne schlagt, ihr macht immer einen Schritt nach vorne. Egal, wo ihr steht. Egal, ob ihr vorher euch bewegt habt oder ob ihr stillgestanden habt. Immer einen Schritt nach vorne. Das heißt, wenn ihr an einem Abgrund steht, schlagen, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. So, Havel, du kleine Sau. Kommst du? Kommst du ran? Ja. Scheiße! Ja, das ist es. Da stehen dann bei Dark Souls Spielen auch die Leute hinter der Tür und warten darauf, dass der Gegner reinkommt. So kann es passieren. Wo meintest du jetzt? Bei dem Dark Souls Remastered? Also bei dem, wo sie abgestürzt ist, oder bei dem jetzt gerade? Ach so, ja gut, das kann natürlich auch sein, dass er das nicht eingestellt hat. Das ist, du kennst das von dir, Kistenkater. Du vergisst auch manchmal einzustellen, was du machst. Und dann steht dann statt Empyrean, Ark. Wenn du es, also ich weiß, du machst momentan keinen Ark, allerdings, und deswegen, also, das können zwei Sachen, die mir jetzt einfallen, die aktuell gespielt werden, könnten das sein. Das war entweder Dark Souls Remastered oder Elden Ring. Eins von diesen beiden, würde ich sagen. Also,
das sind so momentan die aktuellsten Vertreter dieses Genres. Und wie gesagt, also was diese Genres ausmacht, ist, dass es eigentlich nur ein Slasher-Spiel ist. Du gehst durch und haust alles, was dir vor die Waffe kommt, weg. Die Waffen sind übermächtig groß, die Gegner sind noch größer. Die sind teilweise so groß, dass selbst wenn du einen Großbildschirm hast, die Gegner nicht draufpassen. Ja, das macht diese Spiele aus. Und sie haben einen absoluten Suchtfaktor. Einen absoluten Suchtfaktor. Genau. So. Genau. Zack. Grund, ja. Genau. Suki hat mich einfach allein gelassen. Genau. Ja. Radler hat beschlossen, mit dem Trinken aufzuhören. Ist aber schlecht, da verdurstet man. Alkoholkat. Da hast du jetzt auch gesehen, oben in der Ecke stand Reaction. Und unten im Bildschirm stand, was es für ein Spiel war. Wobei ich das jetzt eher nicht als Reaction gesehen habe, sondern eher so als Just Chatting mit wir gucken was dabei an. Genau. Ja, genau. Können wir machen, nach meinem Stream stehe ich dir allumfassend zur Verfügung. So, wo ist Buchse? Kann ich hoffen, Henry. Siehst du, das ist das Schweine. Und tschüss. Ja, also da hast du jetzt wunderbar wieder gesehen. Also gut, er hat den Schritt nach hinten gemacht, weil er entsprechend darauf geachtet hat. Aber an einem Abgrund kämpfen mit einem Endboss oder mit einem Bossgegner ist immer ganz schwierig. Aber du hast jetzt gesehen, riesengroß war der Gegner. So groß, dass er nicht mehr in den Bildschirm gepasst hat. So ist das. Und dann drücke ich den Knopf. Dann macht das Klo so. Und du denkst so bei diesem, hey, du spürst ja, also ne, da ist ja gar kein Wasser. Aber ich dachte mir so, oh, das ist aber also gar nicht so penetrant, ne? Und auf einmal. Und auf einmal kommt dieses Wasser. Dieses starke Wasser. Und sehr warme Wasser. Ja. Ich dachte, das Klo pisst mich an. Das erste Mal dachte ich, das Klo nimmt gerade meine Pisse. Und pisst wieder zurück. Der ist auch heiß am Anfang gewesen wahrscheinlich, ne? Also, eins muss ich mal sagen. Chat und Milchbaum, zwei super liebe Mädels. Aber bei Milchbaum muss ich immer sagen, ich bin immer fasziniert, was sie mit ihrem Gesicht anstellen kann. Man kann so richtig so, sie muss gar nicht wütend laut werden, sondern nur alleine durch die Mimik kriegt sie Sinn, dass man denkt, oh, jetzt wird's gleich gefährlich. Aber das kenne ich auch. Gerade wenn hier im Haus Rohrarbeiten sind und dann ist der Halbtag das Wasser abgestellt, was hin und wieder mal vorkommt. Und dann macht man an und dann wartet man. Und dann plötzlich mit einem Wupp kommt das Wasser da raus und dann spritzt das in alle Richtungen. Ja, gut, aber die Toilette hat mich noch nicht angegriffen. Kettenreaktion. Alter, was ist gerade passiert? Alter, okay. Was ist gerade passiert? Du hast die Packung weggenommen, hast dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst. Das ist passiert. Aber das ist nicht schön. Kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt ärgerlich, abgesehen davon, wenn das kaputt geht, also zerspringt, dann findet man teilweise noch Jahre später Dinge. Ich habe die letzte hier was umgebaut, neben mir in meinem kleinen Regalchen da, was da steht. Und weil da war mein Karton mit dem Papier für den Drucker drunter, der war leer, dann habe ich den rausgeholt, habe das Ding auf den Boden gestellt. Und dabei fand ich eine Scherbe von einem Drachen, den mir mein Mann mal vor Jahren geschenkt hat und dann in einem Wutanfall, was bei ihm sehr, sehr selten vorkommt, also ihn wütend zu kriegen, dass er wirklich etwas durch die Gegend wirft, das ist schwierig bis fast unmöglich. Da war er aber sauer auf mich und hat den genommen, um mich zu ärgern, und hat ihn auf den Boden geschmissen. Und ich habe da noch eine Scherbe gefunden. Das ist aber auch schon mindestens 4 Jahre her, seitdem das passiert ist. Also seht ihr mal, wie lange die da unten versteckt gelegen hat. Also mein Chat hört dich. Mhm. Aber sie sehen dich nicht. Mom! Bitte nicht, Mom, bitte.
Also einmal ein Daumen hoch für diesen geilen Dialekt. Also, das war geil. Und dann die Mutter. Spitze. Man sollte ihr vielleicht sagen, Mutti, sie sehen dich nicht, aber sie hören dich. Weil das kommt dann immer gut bei meinen Jungs. Weil deswegen mache ich, wenn ich zwischendrin mal was habe, außer es ist mein Mann, der überraschend rüberkommt und dann was sagen will, weil ich weiß, der weiß, dass ich auf Stream bin und dann entsprechend natürlich auch reagiert. Aber wenn zum Beispiel ein Anruf kommt, dann mache ich grundsätzlich den Ton erstmal weg. Ich entschuldige mich dann kurz bei euch, komm weg und weiter geht's. Eine Pyramide. Hey, auf die Idee muss man erstmal kommen, bei der Reaction zu dritt dann hinzugehen und dann sowas zu machen. Aber siehst du, Schatz, jetzt haben wir eine Idee, wie wir das mal zusammen machen könnten. Wir setzen uns nebeneinander. Wäre eine Idee. Müsste ich zwar hier ein bisschen umbauen und so und die Kamera vielleicht ein bisschen drehen, aber das würden wir hinkriegen. Mal gucken, mal drüber reden. Ja. Die Sonne kommt raus, um dir zuzuschauen und freut sich, beim Strömen dabei zu sein. Die Sonne kann mich mal kreuzweise. Das war Karma. Bin gleich wieder da. Ja, Karma is a bitch, das wissen wir alle. Nicht wahr, mein Mann? Ja, hi, Schatz. Hallo, Schatz. Hallo, das Leute. Ist Christian. Karma is a bitch. Der hat sich über die Körner auch gekriegt, so wie ich letzte Woche auch, aber ich habe das nicht so extrem gemacht. Und darauf fiel ihr Glas um. Und ihr Handy. Wobei, bei mir könnte das auch passieren, weil da steht die Flasche, so hier, ja. Und da liegt mein Handy. Allerdings, wenn die Flasche umfällt, trifft sie eher meine Tastatur und meine Maus. Denn die Tastatur ist da, die Maus ist da. Ja. Habe ich jetzt extra so gemacht, damit man das ungefähr einordnen kann. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alles, was bei mir wichtig ist, auf dieser Seite liegt und der Rest da. Nein, die Tastatur liegt hier. Der Arm ist zu lang. Gut, okay. Seht ihr, so könnten wir das zusammen machen. Mal zusammen machen, ja. Sitzt ja immer noch hier. Sitzt ja immer noch hier, ja klar. Ja. Cool. Mein Mann ist schlau. Er hat sich den Stuhl mitgebracht. Er hat einen Einbeinstuhl, den hat er sich gekauft für unterwegs, weil er ungern auf diesen Metallstühlen an den Haltestellen sitzt. Geht ja auch auf den Po und dann kriegt man Dinge da, die man nicht haben möchte. Deswegen hat er den gekauft, weil er es auch eine ganze Weile sehr, sehr stark im Rücken hatte. Mittlerweile ist es zum Glück besser geworden, aber ja, genau. Weiter. Welche Technik nutzt ihr, um die sauber zu bekommen? Ich mache die Dose so ein bisschen auf, so, also wirklich, dass das nur... Susi, warum dumm? Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber du bist sie wollte es erklären, wie sie das sauber macht, also die Maiskörner da drin. Und weiter hat sie dann immer so ein Stück auf und dann wupp und schrott, hat dann nicht dran gedacht, dass da ja noch die Flüssigkeit drin ist. Das war Popfe-Effekt. Und das berühmte Karma. Der heißt, ich kann Donald Duckisch. Heißt. Ja. Das kann mein Mann auch. Vorführen! Herzlichen Glückwunsch, Juna. Gönn dir, Girl. Also da ging es um das, was wir im letzten Mal gesehen haben, um das Donald Duckisch. Ich fand jetzt Dinge interessant. Ja, ich weiß. Das ist ein Bild, hat sie oben reingemacht. Das ist ja nein, ein Ding, was hier gewackelt hat, hin und her. Ach so, das, hier ja. Hat eine Biene kannst du hier dran machen, könnte ich hier auch dran machen. Hier drauf zum Beispiel. Und mit einer Feder wackelt die hin und her. Okay. Nein, ich jetzt nicht, ich schwinge nochmal zurück. Gut, wir gehen nochmal mal ein kleines Stückchen zurück. Reicht schon. So, da. Ah, ja, die hat sie unten dran. Das ist eine Lego-Biene. Ja, ich finde die interessant. Das ist eine Lego-Biene. Die hat man aus Lego. Das Wort doch nicht mehr in den Hand. Ja doch, Lego darf man in den Mund nehmen. Gut, dann ist es eine Klemmbausteinbiene.
Du hast letztens gesagt, man soll es nicht reden. Ich weiß, man soll es nicht in den Mund nehmen, weil es gibt diese bescheuerte schwedische Firma, die für Klemmbausteine bekannt ist, die hingeht, die allen, die das in den Mund nehmen und dafür Werbung machen, was sie nicht mal Geld kostet, vor den Kadi ziehen und verklagen. Ich habe übrigens meinen Fuß hinter dir, nicht, dass du plötzlich zurückfährst. Ich fahre eigentlich grundsätzlich nie zurück, wenn ich am Stream bin. Außer ich muss auf Klo, aber das muss ich jetzt gerade nicht. So, machen wir weiter. Das kann mein Mann auch. Das ist eine Klemmbausteinbiene. Herzlichen Glückwunsch. Moment. Moment, nein, nein, falsch, das ist keine Klemmbausteinbiene. Ich weiß, was das ist. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wie sie das hingekriegt hat. Das ist, du kennst doch diese Bügelperlen. Diese Plastikdinger, wo du so auf so Dünger steckst, dann gehst du mit dem Bügeleisen drüber, dann sind die zusammen, kannst du abmachen, hast du oben die Punkte drin. Wenn du guckst hier. Wird sie mehrere gemacht haben und mit einer Heißluft und hat die dann zusammengeklebt. Das sind die Flügel sind aus weißen und die. Ich finde es interessant, vor allen Dingen, dass sie ohne Bewegung, also ohne dass sie was macht, die ganze Zeit sich im Dreh heißt. Ja, das ist dieser sie hat das ja als mit einem Band drüber gemacht, da ist ja ein Band drüber. Also so ein Band dran. Und durch diese Bewegung, durch die Luftbewegung und so, und durch das Wackeln auch am Dings, wenn ich hier wackel, dann wackelt hier auch der Mikrofonarm, weil er halt am Tisch festgemacht ist. Auch wenn das sich nicht überträgt in die Aufnahme, weil ich halt entsprechend eingestellt habe, dass das nicht reinkommt. Aber dadurch würden Bewegungen ausgeführt werden. Ist es so, macht das Streamen doch Spaß. Jo. Juna. Ich verstehe zwar nichts, aber gut. Gönn dir. Girl. Wo ich euch gesagt habe, von wegen, wenn Leute das hab ich auch noch gebildet das wirken wollen und deswegen Wörter benutzen, für die es aber auch viel einfachere Synonyme gibt. So dieses, deine Artikulation tangiert mich nur äußerst peripher. Stattdessen kann man auch sagen, halt deine Schnauze, das interessiert mich nicht. Stimmt, das kann man wirklich sagen. Das Bild war sehr schön. Genau das habe ich demnächst auch mal vor. Das Problem ist bei mir noch, ich müsste hinter mich noch eine Kamera hängen. Habe ich aber momentan nicht. Beziehungsweise ich habe hinter mir keine Möglichkeit, eine Kamera hinzustellen, die ich mit verbinden kann. Ich habe ja hier meine Fotokamera. Die soll irgendwann, vielleicht in diesem Jahr, wenn ich das nötige Kleingeld dazu habe, weil das, was ich dazu brauche, kostet ein klein bisschen was, soll das die normale Kamera ersetzen. Dann würde ich diese Kamera nehmen und würde die als Rückenkamera benutzen. Dann geht das. Genau. So. Und was ich dir sagen kann, du könntest ja von drüben den Stream hören, wobei du hast immer eine Verzögerung drin. Müssen wir uns das einpacken. Ich gehe aber jetzt rüber. Gehst wieder rüber, ist gut. So, das war ein kurzes Zwischenspiel. Lieben. Tschüss, Kistenkater. Ihn könnt ihr übrigens am eventuell Mittwoch oder am Donnerstag wiedersehen. Jawohl, ja. Genau, da macht er wieder Empyreon. Oh, ja. Genau, er hängt sich wieder auf, er hängt den Stuhl wieder auf. So, weiter. Also ich finde das nicht ganz so gruselig. Ja. Ich finde das nicht so gruselig. Schublade mit Skalpellen oben, die uraltertypische Spritze. Dann liegt nebendran irgendwas anderes. Sie dreht sich rum, sieht die Leiche auf dem Tisch liegen und erschreckt sich. Das passte. Also diese Schokolade. Ein Noctua. Hammer Lüfter. Und also Werkzeug. Die finde ich irgendwie hässlich. Ja. Essen kannst du, sieht das auch aus. Ja. Ich finde, der passt auch gut hier rein. Also von der. Ja. Ja. Doch. Sweet. Gut ausgesucht. Sehr schön. Der Lüfter ist richtig schön. Der ist wirklich sehr protein. Okay, cool. Weiß ist. Okay. Aber du beschwerst dich jetzt nicht, dass ich den da reinkonfiguriert habe. Überhaupt nicht. Bist du völlig zufrieden? Der ist total schön. Okay. Und wenn wir uns jetzt alle gegen dich verschworen hätten und dir diesen kackbraun-beigen Lüfter da rein konfiguriert haben und der ganze Chat auch die Anweisung hatte mitzuspielen und zu sagen, der sieht richtig gut aus und ich stattdessen noch einen anderen Lüfter mit Farbbeleuchtung geholt habe, dann wäre das für dich völlig nicht nachvollziehbar, oder? Ich war ernst. Oh Mann! Nimm du den mal raus. Ich fand den
hübsch eigentlich. Aber passt halt nicht rein. Meintest du jetzt den Lüfterkistenkater? Wenn ja, ja, er sieht aus wie Schoki. Aber ganz ehrlich, also die Noctua-Lüfter haben einen guten Luftdurchsatz. Da kann man nichts gegen sagen. Das sind sie wirklich, wirklich sehr gut. Aber diese Farbzusammenstellung von diesem Braun, da brauchst du auch entsprechendes Innenleben im Computer und Gehäuse dafür. Und das findest du halt selten. Und ich finde die von der Farbgebung her... Was ich gut fand, die Auswahl ihrer Grafikkarte. Es ist zwar jetzt nicht die Grafikkarte, die ich habe, aber zumindest der gleiche Hersteller. Und es war die gleiche Grafikkarte, nur halt in einer... Also sie hat eine etwas höhere Grafikkarte als ich drin. Aber ich bin mit meiner Grafikkarte sehr zufrieden. Und wir sind tot. Oh, doch nicht, doch nicht. Hallo, Okay. Okay. Er hat überlebt dadurch, dass er durch die Wand gedrückt wurde. Und jetzt kann er sich natürlich nicht bewegen, weil er aus der Wand nicht mehr also aus diesem Räumchen nicht mehr rauskommt. Auch nicht schlecht. So kann's gehen, so kann's gehen. Genau, ja. Oh, mein Essen! Fuck! Oh Gott. Mein Essen liegt auf dem Boden. Nein, nicht auf dem Teppich. Das ist so sauer. Du wirst nicht mal unter der Plasierung. Nicht mein Laufband. Ja, ja, so kann's gehen. Man guckt ja auch, bevor man solche Experimente macht, ja, guckt man ja auch, dass man da den Weg, den man benötigt, um etwas von A nach B zu kriegen, der frei ist. Ich weiß, ich mache das auch nicht immer, also Kistenkarte brauchst du es jetzt nicht zu sagen, aber größtenteils achte ich da drauf. Und wenn ich feststelle, das funktioniert so nicht, dann... breche ich kurz ab und sorge lieber dafür, dass nichts runterfallen kann, als dass dann irgendwas, ja, zu Brüche geht. Und gerade sowas wie Soßen und so, ganz schlecht. Oh, scheiße, Delta hat 15 Subs geschenkt. Hallo Milchbaum. Als Adam nur 100 Zuschauer hatte, hat er immer mächtig über dich abgelästert. Glaube dem unschuldigen Gesicht, das er gerade aufsetzt, nicht. Das stimmt, das hab ich ganz vergessen. Ach du dickes Ei. Ach du dickes Ei. Ja, 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 ja. Das ist immer ganz gefährlich, so eine Sprachassistentin, die sich solche Dinge merken. Aber natürlich war das vorbereitet so. Aber genial entlarvt. Ah, gut, gut. Und jetzt haben wir Toro. Ich finde dieses Kissen interessant. Aber er hat wieder Bart, das ist gut. Wenn ihr nicht wisst, warum ich das jetzt gesagt habe, dann... könnt ihr das gerne mal fragen, dann kann ich euch darauf eine Antwort geben. Ja, und ich meine das Kissen auf dem Stuhl. Das hatte nämlich eine sehr interessante Vorhaben. Genau, genau. So kann's gehen. Würde es euch stören, wenn ich euch sagen würde, dass eure Achseln nach Zwiebeln riechen? Okay. Oh mein Gott. Nein! Und tschüss. Dunkel war es, der Mond schien helle. So schnell kann's gehen. Man sollte auch... beim Rumhantieren, ich mache das ja immer öfters und treffe dann mein Mikrofon, was dann immer einen schönen Ausschlag bei den Leuten gibt. Das ist aber praktisch, da werden die Leute, die während meines Redens eingeschlafen sind, ganz schnell wieder wach. mit dem Rumfuchteln sollte man vorstellen. Aber Entschuldigung bitte, wie nah ist der rangekommen, um zu wissen, dass sie unter den Achseln nach Zwiebeln riechen? Okay. So einfach rüber und versuchen in Deckung zu kommen. Wie gut, okay. Dass ich einfach trinken musste. Ja, das war jetzt Glück. Im Übrigen, ich trinke auch mal kurz was. Weil trinken ist ja wichtig.
wenn man viel redet vor allem. Aber das war jetzt wirklich Glück, dass er gerade an der Stelle überlegt hat, ich trinke. Und dann entsprechend die Kugel vorbeigerollt ist. Feindliche Drohne aktiv. Oh, ich werde jetzt so weggebasht. Nein, dein Internet hat sich aufgehängt. Passiert. Vorsicht. Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Okay. Das ist interessant. Er, sein Stream bleibt hängen und er hört Jonathan Frakes aus X-Files. Nein, nicht X-Files. Aus dieser Mystery-Serie, wo man am Ende mal raten muss, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. X-Faktor. Naja, das ist nicht X-Files. X-Files ist Akte X. Oha, was eine Scheiße, Nox. Ja, du warst sehr standhaft. Du warst sehr standhaft. Also spätestens beim ersten Schrei von ihr wäre was geflogen gekommen. Ey, also das geht ja mal überhaupt nicht. Selbst mit Headset hört man sie sehr, sehr deutlich. Also nee, das muss ja wohl nicht sein. Ja, das müsste X-Faktor sein. Ich bin mir jetzt gerade völlig unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Stream muss ich das unbedingt nachgucken. Dann haben wir noch Zeit, ja. Geile Haare. Mein innerer Monk hat gerade eben schon Panik bekommen, weil ich ja eigentlich 0 Uhr dran wäre. Was ist das? Ne Uhr. Da, so. Schenkt der Dame mal ein Lexikon, am besten nur voll mit Uhren, damit sie sehen kann. Genau. Ja, ich weiß, nach dem Steam brauchst du mich, aber danach habe ich ja noch Zeit. Hoffe ich mal. Denke ich mal. Mal gucken. Ansonsten mach ich das irgendwann die Tage, wenn es mir wieder einfällt. Achso, ich darf nicht laufen, wenn man das nimmt, okay. Oh, ich bin so ein Depp. Man darf nicht laufen, wenn man das nimmt. Er trinkt, setzt ab, läuft und... Naja. Mom? Die machen nie zwei Jumpscares direkt hintereinander, oder? Die machen keine... Es gibt... Das macht man im Spiel nicht. Doch, das macht man. Klar macht man das. Das ist ja gerade der Sinn des Spiels dann. Dieses Schock-Moment. Ja, klar. Also, eben. Wurde deine Figur in North Carolina geboren? Nein. Okay. Ja, gut. Also, wenn man sich selber oder wenn ich mich Arkinadern will, kommt einfach ein Drachenlord raus. Okay. Ja. Bei diesen KI-gesteuerten Bild-Erzeugungs-Apps, Programmen, Websites und so weiter, müsst ihr bitte bei allem vorsichtig sein, wenn ihr das nutzt, um das zu veröffentlichen. Die Bilder, die dazu genutzt werden, sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen. Hatte ich die letzte gerade irgendwo gelesen, dass da jemand verklagt hat, erst an Google rangegangen ist, dass die haben aber sich dann davon distanziert, haben gesagt, ja, das steht ja im Internet, deswegen kann man das benutzen. Und dann ist er an denjenigen rangegangen, der es veröffentlicht hat, und der hat vor Gericht verloren und musste bezahlen. Das kann teuer werden. Richtig teuer. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Hey, das ist ja ein geiler Avatar. Weil dieses... Nein, Alligator! Okay. What the fuck? Nein! Ey, das passiert, wenn man zu viel Bandbreite braucht. Ich nehme mal an, es ist jetzt nur ein Gedankengang von mir, obwohl das eigentlich nicht so... Obwohl doch, kann sein. Dass sie eine externe genommen hat. Heißt also entweder diese HD Plus, HD X Plus oder wie die heißt von Elgato, diese externe Capture Card.
Da ist das Problem, wenn ihr das hinten an den Rechner dann anschließt und der Rechner nicht genügend Bandbreite zur Verfügung stellen kann, um diesen Port zu unterstützen, dann passiert es, oder dass es Fehler bei der Übertragung gibt, dann passiert sowas. Deswegen will ich eine interne, die sind halt aber leider teurer. Weil mit den internen passiert das nicht, weil über die Anschlüsse, die intern genutzt werden, passiert das nicht. Da ist immer voll ausgeglichen, weil die haben Priorität. Genau. Da muss man vorsichtig sein. Aber schönes Spiel, war übrigens auch eins von den Dark Souls-like-Spielen. Hui, Katze! Und er und tschüss! Schreckmoment mit Katze. Die Katze hatte, was sie wollte und sprang weg. Geil. Ey, und geiler Sticker. Genial, genial, genial. Ja, und ich finde das schön, dass das auch in das Video reinkommt. Das ist so schön. Das finde ich so schön. Hey, das tut ja voll weh. Hey, keiler Hut. Ja, klar tut das weh. Feuerzeug angemacht. Oha. Okay, wartet, wartet. Das war jetzt wieder unangenehm. Wartet, das hängt. Au, das tut wirklich weh. Ja, klar tut das weh. Weil das auch hängt. Keine Ahnung, ich krieg's gerade. Ganz ehrlich, das ist jetzt Vorführeffekt. Es reicht, ja. Das machen wir nicht mehr. Scheiß drauf. Seht ihr, die Dinger, die sie da oben dran hatte, die Katzenohren, die möchte ich mir bei Gelegenheit auch holen. Kostet nicht so viel. Aber das mit den Feuerzeugen kenne ich. Weil, wisst ihr was, ich froh bin, dass wir Feuerzeuge so gut wie nicht brauchen. Und wenn ich eins brauche, dann nehme ich sowas. Ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera. So, ja. Da kann man hier drücken und schon geht die... Okay, das war jetzt auch perfekt. Nämlich, ich sollte die Sperre rausmachen und schon geht einer mal Licht auf. Genau. So, weiter geht's. Schickt es doch zu Twitch Clips Germany. Eurer wöchentlichen Unterhaltung. Viel Spaß. So. Ja, okay. Ja, hin und wieder kann man das machen. Stimmt. Ich sollte das auch mal machen. Ich mache hier immer... Clips bei mir, so ab und zu klicke ich mal hier neben auf den Wiederholungspuffer und dann mache ich einen Clip davon, aber ich vergesse es immer hochzuladen. Wieder hat was gefehlt. Was hat denn gefehlt? Ich weiß nicht, was du jetzt gerade meinst. Ja, dieser Extrasatz. Ach, du meinst, dass man da klippen kann? Kann man ja. Klippen, da muss ich sogar nicht mal was machen, das geht dann von alleine hoch. Kistenkarte, du sprichst in Rätseln. Schreib doch mal in ganzen Sätzen. Jetzt funktioniert's wieder nicht. Oder sich von Dingen abhalten lassen lässt. Ach so, der kommt bestimmt noch. Selbst wenn ich in Ohnmacht falle, nicht fertig. Ich sauge weiter. Ich sauge, wir haben noch eine halbe Sendung. Bis es fertig ist. Egal, ob ich kotze, egal, ob ich in Ohnmacht falle, egal, ob ich das ganze Bett voll mache, ich sauge bis zum Schluss. Warte mal, ich fällt gerade ab. Warte mal. Ja, ja. Also ich möchte ja nicht sagen wir es mal so. Erstens mal war das Thema sehr interessant. Aber eins wünscht sich gerne. Das musst du mir unbedingt zeigen, wie du saugst, wenn du bewusstlos bist. ja. Milf, eine Mutti, die gern Spaß hat. Aber ich habe auch gern Spaß. Ich bin auch eine Milf. Ach so, okay. Ja, weil Milf ist jemand, der gerne Spaß hat. Das bin ich dann, ich bin das auch. Nein, ich sag jetzt nichts dazu. Dazu sage ich definitiv nichts. Nein, 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 nein. Tobi, danke schön. Zelda! Wir müssen Katja unterstützen. Sie hat schon eine Zeitung als Oberteil an. Wo sie recht hat, hat sie recht. Da hat sie eindeutig recht. Zelda, übrigens spiele ich momentan auch, aber nicht das, sondern ich spiele Breath of the Wild. Kleine Werbung. Das mit der Zeitung, das stimmte. Ja, doch. Doch, 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 ja. Ja. Okay. Und dann wird verifiziert. Was ist da gerade so schwer? Verifiziert. Leckt mich. Bis gleich. Also, letzteres mache ich nicht. Nein. Und zum anderen, das heißt verifiziert. Was ist daran so schwer? Kann man doch einfach aussprechen. Dabei habe ich Probleme mit dem Aussprechen.
auszusprechen. Oder so ähnlich. Ja, genau. Genau, so geht das. Ach, Mann! Yeah! Hey, das ist eine Kunst. Überschlag, Überschlag mit Panzer und dann auch noch richtig rumlanden. Das ist... Ey, das ist was für die Win-Compilation. Wäre was für Win-Compilation. Februar könnte man einreichen. Eventuell wird es genommen. Obwohl, ich glaube, der nimmt keine von Twitch. Ich glaube, der nimmt nur von TikTok und so. Und hey, hallo Baum. Na du? Ich weiß genau... Ich weiß genau, warum du hier bist. Du geile Fichte. Er guckt sich die Krone an. Das ist wieder mal so ein Clip, den einige lustig finden. Ich verstehe nicht. Ich habe das nicht zu Ende formuliert, was ich bin. Ja, das ist gut. Ich mache einfach, ich lebe meinen Traum. Kann man. Tschüss. Ich geh einfach offline, glaube ich. Ja, mach das. Das sollte man tun, wenn sowas passiert. Das ist wieder mal ein berühmtes Beispiel dafür. Schaue, wo du etwas hinstellst. Genau. Ach, schon wieder. Ich kenne nur andere Schweine. Ich kann eine Katze dafür nachmachen. Cool. Hey, das war cool. Das habe ich jede Nacht neben mir liegen. Mich nervt es aber meistens. Also beim Einschlafen zumindest. Beim Aufwachen finde ich das toll. Sobald ich mich rühre, fängt sie an zu schnurren. Okay. Ja. Kann man auch aufräumen. Moment mal. Ist es intelligent, Fässer mit... Nein, ist es nicht. Beantwortet, das Krank ist hier oben. Ja, also ich stelle mal die Frage so, wie er das wollte, bevor es einen Knall gab. Er meinte, ist es intelligent, Fässer mit brennbarem Inhalt in ein Feuer zu werfen? Nein, ist es natürlich nicht. Die Explosion wird dann lediglich verzögert, aber nicht aufgehalten, weil irgendwann ist das Feuer so heiß, dass es durch das Fass durchgeht und dann macht's bumm. In einem Spiel führt das höchst zum Tod der Figur. Im echten Leben könnte der Schaden schlimmer sein. This is Butchie. Hi, Butchie. Butchie can fly, Butchie can jump. Butchie ist Butchie. Hey, das ist cool. Das ist cool gemacht. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Finde ich gut. Hat Potenzial. Sehr schön. Wow. 99% der Spieler haben das nicht geschafft. Ich gehöre dazu, aber bei mir gehört es eher dazu, dass ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber das hinzukriegen, zu landen, rechtzeitig aufzustehen und die Kamera abzufangen, bevor sie in das Wasserbad oder Säurebad, was das ist, ich weiß jetzt gar nicht, was da drin ist, fällt, das ist Kunst. Da sind die Leute hier. Schon wieder. Steppt er dich mit. Machen wir jetzt eine Vorstellungsrunde? Oh mein Gott, ja, warte, ich muss mich kurz ausziehen. Nein, mein Hoodie ausziehen. Was? Wait. Moment, da waren einfach eindeutig zu viele Informationen in diesem Clip. Sie muss sich ausziehen. Ja, also für eine Vorstellungsrunde muss man sich ausziehen? Ist sie eine Blondine? Es gibt auch eine Stadt, die heißt Pussy. Okay. Ah, da war bald Leute. Ah, ich wollte auf Maps gehen, ich bin auf Bilder gegangen. Ja. was sie da wohl für Bilder bekommen hat, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Wer es nicht weiß, bitte gern mal selbst ausprobieren. Aber ohne, dass ich dafür irgendwelche Verantwortungen übernehme. das sage ich gleich. Genau. Katja, ich bin am Verzweifeln. Ich bekomme den Faden nicht durch die Nadel. Ich will doch nur dieses Band fertig. Du schaffst das!
Ich kenne das. Befeuchte es. Befeuchte den Faden. Mach so. Und dann ist es nass und dann steckst du es in das Loch. Jetzt kam mir der Gedanke, dass ich das ganz komisch anhörte oder ganz komisch aussah. Es gäbe eine viel einfachere Möglichkeit. Wenn ihr eine einen Faden in eine Nadel, also in ein Nadelöhr einführen wollt. Einfädeln wollt. Okay, Moment. Ich muss kurz was drücken. Also wenn ihr einen Faden in ein Nadelöhr einfädeln wollt, legt den Faden als Schlinge um das Nadelöhr, zieht es vorsichtig nach oben ab und dann einfädeln. Weil dann durch diese kleine Schlinge, die sich gebildet hat, die ist relativ sicher und damit kommt man rein in das Nadelöhr. Ziehst du alles an, was wir dir schicken? Frage für einen Freund. Sieht es so aus? Sehe ich so aus? Als würde ich alles anziehen, was ihr mir schickt? Ja. Zumindest Haarklammern. Kommt dir immer auf so Sachen? Ich check's nicht. Ja. Das ist wieder dieses, wir spielen unwissend und wissen gar nicht, warum und wieso. Und das ist dann manchmal lustig und manchmal nicht. In diesem Fall nicht. Hier musst du wirklich halbwegs genau zielen. Okay. Ja. Er hängt irgendwie an diesem. Wie war das mit dem Freischweber im Freistil? Freistil schweben. Genau. Eine neue Disziplin kommt in 10 Jahren in die Olympischen Spiele. Holz, ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Oh Gott, oh mein Gott! Was war das jetzt? Hä? Okay. Ich muss irgendwas verpasst haben. Also irgendwas muss ich verpasst haben. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich verpasst haben. Keine Ahnung. In deinem Kopf sind Dämonen unendlicher Lärm. Lärm des Schmerzens. Das ist ein Beispiel dafür, dass man manchen Leuten den Zugang zum Internet verwehren sollte. Nein, natürlich nicht. Aber was zum Geier sollte das darstellen? Hm? Eine der geilsten Nachrichten gestern in Schweden. War das Gähnen? War das Niesen? Was war's? Das war Gähnen Niesen. Das war Genießen. Ja, genießen. So, jetzt wisst ihr, wie man genießt. Genau. Das war Dr. Floyd. Drei richtig coole Typen. Ich muss dazu sagen, in einer ihrer Videos vor langer, langer Zeit, oder war es in ihrem Podcast, weiß ich gar nicht, kam sie halt drauf, jeder soll machen, was er möchte. Und das hat mich dann dazu inspiriert, ja, ich möchte das hier machen. Genau. Also nicht trinken, sondern streamen. Nein. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Hallo? Ich fliege! Ja, I'm flying! Auch nicht. I'm flying! Fly away! So kann man den Gegnern entkommen. Man fliegt davon, obwohl man gar nicht fliegen kann eigentlich. Aber das sind immer so diese kleinen Sonderbugs, die in den unmöglichsten Situationen nur auftreten und von den Spielern und Testern vorher nicht gefunden werden. Natürlich jetzt dann in der Eile vergessen, leider. Jetzt haben wir Sache gefunden. Nein, er geht an! Scheiße! Was mache ich? Scheiße, Leute, das ist der vom Flur. Ja, wenn man eine Nebelmaschine benutzt, dann sollte man gucken, dass sie so eingestellt ist, dass es nicht an den Rauchmelder kommt. Ja, genau. Nice. Oh, ich muss mich mal strecken. Oh, ich muss mich mal hinsetzen. Oh. Und tschüss. Hey, cool, die Kamera hat überlebt. Bist zum Glück auf dem Ständer, oder? Ja. Oh, geil.
Das war jetzt Glück, dass die Kamera das überlebt hat. Die muss irgendwie weich gefallen sein, weil wenn sie hart auf den Boden aufgeschlagen wäre, bei den meisten Tattoo-Studios ist der Boden nämlich aus Kacheln oder aus Stein, also Marmor, Platten, so. Da wäre die Kamera hin. Definitiv. Hast du Glück gehabt. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch noch nicht getraut habt, Cosplays zu machen, weil ihr euch noch nicht getraut habt, dann traut euch. Da hatten wir ihn wieder, wenn ihr, den Spruch der Woche. Ich mache noch mal ein kleines Stückchen zurück, Moment, damit wir den auch sehen. Da ist er. Also, wenn ihr euch noch nicht getraut habt, Cosplays zu machen, weil ihr euch noch nicht getraut habt, dann traut euch. Damit haben wir unseren Kistenkater glücklich gemacht, denn der freut sich immer auf den Spruch der Woche. Ich freue mich auch darauf, weil das ist mal ein schönes Ding. Also Cosplay, ich muss ganz ehrlich sagen, also Cosplay an sich, so wie es ursprünglich gedacht ist, nämlich aus dem Anime-Bereich, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aber natürlich schon Live-Rollenspiel gemacht. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, weil man verkleidet sich da ja auch. Cosplay wäre noch etwas, was ich gerne mal machen würde. Da bin ich aber immer noch am Überlegen, wen ich darstellen könnte und dass ich mir das auch entsprechend von der Kostümierung dann entsprechend auch zutraue, das zu machen. Also wenn ihr da mal Ideen habt, bei YouTube unten Kommentare, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr euch so vorstellen könnt. Aber bitte ernst gemeint, also was ihr euch ernsthaft vorstellen könnt. Nicht irgendwelchen Blödsinn reinschreiben und dann so nach dem Wort, nee, das muss nicht sein. Es sollte schon was Ernsthaftes sein. Ich weiß, dass der Bäcker, aber der ist halt leider in einer komplett anderen Richtung von der Straße und das hätte ich zeitlich nicht mehr geschafft, der richtig geilen Kuchen bei mir hat, der hat auch richtig, richtig guten Kuchen. Das wäre natürlich auch ein schöner Spruch für die Woche gegeben. Der Bäcker bei uns, der richtig geilen Kuchen hat, der hat auch richtig geilen Kuchen. Das ist natürlich auch, also auf Kuchen stehe ich ja auch voll und ganz. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Backstream. Da reifen die Ideen heran. Aber das ist auch ein schöner, cooler Spruch. Wäre auch ein schöner, cooler Spruch gewesen. Aber der erste war besser. Nichts, was ich mehr hasse als Stockwerke. Dann benutzen wir mal das Stockwerk. Au. Oh. Au! Oh. Das war nicht der Fahrstuhl. Das war die Bodenreinigungsdüse. Ah, geil. Ich hab ey, zweite habe ich auch. Meiner funktioniert doch momentan nicht. Wieso? Also so ein Controller, wie sie in der Hand hat, meine ich jetzt. Ja, du musst wieder aufmachen. Ja, ja. Soll ich ihn wohl abschicken? Mach das nicht. Macht das nicht nach. Das kann ganz schlecht ausgehen. Auch wenn es lustig ist. Also, bei unserer Katze haben wir das schon mal hin und wieder mal so spaßhaft gemeint, weil die... Wir brauchen hier nur einen offenen Kasten hinzustellen. Ja, dann ist die drinne und dann kann man zumachen. Aber wir machen das immer nur so, dass wir es nicht zukleben. Würde ich nie machen. Ich würde niemals ein Klebewesen in eine Kiste sperren und zumachen. Also, zukleben. Weil das kann wirklich böse Folgen haben. Ich weiß, dass es da vor einiger Zeit einen jungen YouTuber gab, der sich angeblich damit verschickt hat oder der es sogar wirklich gemacht hat. Und das hat, glaube ich, ganz böse geendet. Also sowas kann ganz, ganz, ganz böse enden. Manche Sachen sind vielleicht in der Vorstellung witzig, in der Ausführung dann wieder nicht. Und das gehört dazu. Ich gebe da auch Kistenkater voll und ganz recht. Es hat ein bisschen Witz, aber nur ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Und das, was danach kommen kann, ist viel schlimmer. Alter, das geht kaputt. Ich krieg das nie wieder drauf. An der Seite abziehen? Digga, ich krieg das nicht gepackt. Junge, ich krieg das nicht gepackt, was wir an der Seite abziehen.
So. Ich mache jetzt mal gerade ganz kurz was. Pass auf. Das ist zwar nicht dasselbe, sondern das ist ein, natürlich, das ist ein Trust-Mikrofon. Er hatte das Shure SM7B, aber da geht das ähnlich. Der, bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil das nur so draufgesteckt ist. Beim SM7B kann man das zur Seite drehen und dann rausziehen. Da ist unten ein Halterring dran. Das sollte man wissen. Ja, Moment gerade. So, natürlich vorne dran ziehen und kräftig, und wenn das dann hinten eingerastet ist, dann rausziehen, ist klar, dass vorne abreißt. Genau. Wobei ich auch vor kurzem erst festgestellt habe, wir haben ja hier auch die Corsair Headsets, und ich muss dazu sagen, ich habe da erst vor kurzem festgestellt, dass man die Ohrpolster abmachen kann. War vorteilhaft für unseren Kistenkater, denn der hat deswegen zu Weihnachten neue bekommen, weil seine alten haben sich langsam aufgelöst. Ja, und hatte so halbwegs halt im Ohr drin liegen. Ja, genau. Er hatte also, das ist ja so Kunstleder, und das Obermaterial hat sich abgelöst und ist dann, hat sich dann ins Ohr gelegt. Das ist ganz eklig. Die, mit, gell? Die nimmst du mit, kannst du machen, ja. Ja. So, wir machen jetzt weiter. Ja. Eins. Okay, das reicht. Puh, wir wollen ja nicht übertreiben, wir wollen auch nicht zu fit werden. Nee, mit einem Heber wirst du definitiv nicht fit, da wirst du gar nichts. Das bringt ungefähr so viel, wie wenn du Luft hoch, wenn ich so mache. Obwohl, das bringt, glaube ich, sogar mehr. Nein, also man sollte schon ein bisschen was dahinter stellen, genau. Moment, das ist so eine typische Tinder-Kommunikation. Er fragt sie, wie geht es dir? Wie geht es dir? Und sie sagt? Geht so. Warum fragst du? Und er sagt? Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Das ist Tinder. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Okay. Gut, dass ich nicht auf Tinder bin, weil das wären für mich etwas inhaltslose Gespräche. Die brauche ich nicht. Okay. Das ist auch wieder sowas, also das habe ich, sowas habe ich als Kind lustig gefunden, aber nicht als erwachsene Person. Eiskaltes Entchen hätte ich dich jetzt fast genannt. Oh, das tut mir leid. Ja, genau, das eiskalte Entchen, wir kennen das alle, das haben wir öfters mal auf dem Teller liegen, das nennt sich dann auch Hähnchen. Und das war das eiskalte Händchen, das kennen wir aus der Addams Family oder neuester Art aus Wednesday. Übrigens eine sehr coole Serie, wenn ihr noch nicht geguckt habt, guckt sie euch an, ist sehr gut gemacht. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Crossbow jetzt, let's go! Gott, ist das ehrenlos. Leute. Was ist denn das? Also das Pferd. Das arme Pferd. Das arme Pferd. Also, das wird nie wieder reiten. Laufen. Wie auch immer. Ich schwöre, die kleinen markierten Puppen bewegen sich manchmal. Ah, das ist... Oh Gott, wer hat das gemacht? Die Filter, alter Scheiße. Ja, das ist, wenn man einen Filter einbaut und weiß nicht, dass man ihn eingebaut hat. Abonniert, Twitch, Klicks, Subscribe! Abonniert jetzt! Abonnieren jetzt, sonst erschießen wir euch. Das ist überhaupt nicht awkward. Also, wenn ihr euch fragt, wer da gerade so gekrischen hat beim Abspann, das war Milchbaum. Die Idee, die Leute, wenn sie nicht abonnieren, zu erschießen, ist ganz blöde, weil wenn ihr sie erschießt, können sie nicht mehr gucken und dann können sie sich vielleicht im Nachhinein nicht überlegen zu abonnieren. Aber das, dem Abonnieren schließe ich mich an. Ihr kennt es ja bei mir. Ich meine, ein bisschen kleiner. So, und dann gibt es hier ein Däumchen hoch von mir, wie immer. Das könnt ihr auch machen. Das Originalvideo ist unten verlinkt, also auf YouTube.
ihr, wenn ihr müsst, solltet ihr, müsst ihr leider bei YouTube selber suchen. Wenn ihr gerade sowieso hier bei mir auf Twitch seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Follow da lasst und vielleicht unter Umständen ein Abo, wenn ihr möchtet, das ist aber euch überlassen. Wenn ihr auf YouTube guckt, wäre schön, ein Daumen hoch, ein Abo natürlich wäre auch schön, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glöckchen aktivieren. Da kommt bei mir nämlich auch jede Woche regelmäßig Content. Natürlich das gleiche bitte bei den Kollegen von Twitch Clips Germany, die leben von den Likes und den Abos und nicht von der Werbung, und das finde ich auch gut so. Und was noch ist, wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas habt, vielleicht was man mal reacten könnte. Ihr seht es ja bei Schildi, der macht es auch regelmäßig. Das sehen wir dann gleich wieder, was er mir so alles vorschlägt. Könnt ihr das unten in die Kommentare packen. Ich reagiere persönlich auf jeden einzelnen Kommentar. Ihr kriegt da von mir eine Antwort drauf, auf jeden Fall. Das kann ich euch versprechen. Und für diese Woche von den Twitch Clips Germany sage ich euch Tschüss. Ja, wobei, nein, Tschüss sage ich euch nicht hier. Tschüss sage ich euch hier. Genau, ich sage euch dann Tschüss, Tschüss hier. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von den Twitch Clips Germany wieder.